Es passiert nicht oft, dass wir die Sendung beginnen mit einem Brand in einem Wohnhaus. Aber dieser heute Morgen in Duisburg, der war einfach wirklich dramatisch. Drei Menschen sterben, zwei Jungs und ihre Mutter. Der Vater und ein weiteres Kind sind sehr schwer verletzt. Die Familie schläft im Dachgeschoss, als das Feuer ganz unten im Erdgeschoss ausbricht. So schnell breitet sich der Brand aus über alle vier Stockwerke. Es ist eine tödliche Falle. Durch den beißenden Rauch im Treppenhaus sind die Bewohner des Hauses blitzschnell eingeschlossen. Mit Drehleitern kann die Feuerwehr die meisten retten. Doch für eine Mutter und ihre beiden Söhne kommt jede Hilfe zu spät. Kann ich wirklich auch als Feuerwehrmann dramatische Szenen. Also auf der Wiese lagen Leute, die reanimiert wurden. Rundherum ganz viele Angehörige, Betroffene, jede Menge Verletzte. Ein Bus mit ganz vielen Verletzten vor Ort. Im Hintergrund der Brand noch und die Geräuschkulisse. Also so der Gesamteindruck, das war wirklich dramatische Szenen, die sich hier abgespielt haben. Auch das Haus direkt nebenan muss evakuiert werden. Die Familien kommen bei Nachbarn unter. Heute Morgen um kurz vor sechs wurden sie von der Polizei aus dem Bett geklingelt. Wir mussten sofort gestanden aus dem Bett raus, wie wir waren, weil wir das komplette Haus räumen mussten. Meistens waren sie noch im Nachthemd, Morgenröcke. Wie gesagt, es waren Kinder nicht angezogen und ohne Schuhe. Für Ursula Dahmen ist sofort klar, sie muss den Nachbarn helfen, macht Essen, liest den Kindern Geschichten vor, um sie von dem traumatischen Geschehen abzulenken. Sie selbst wurde Augen- und Ohrenzeugin. Um 15 vor 6 war draußen ein großes Geschrei. Wir haben von hinten können wir nichts sehen, also runter, draußen geguckt. Ich denke, was ist das denn? Alles schwarz draußen. Die Polizei war schon da, die Feuerwehr hörte man schon. Ja, und dann waren die ganzen Nachbarn auf der Straße, alle Kinder. Auch drei Stunden nach Ausbruch des Feuers bekämpfen die Einsatzkräfte noch einzelne Brandnester. Innenminister Ralf Jäger, selbst Duisburger, macht sich ein Bild von der Lage. Macht das deshalb auch betroffen. Ich bin in dieser Straße hier groß geworden. Das ist das Heimtückische an solchen Bränden. Wenn sie in frühen Morgenstunden ausbrechen, die Menschen im Schlaf davon überrascht werden. Das Feuer ist so schnell ausgebrochen, dass es wirklich im Dachgeschoss zu einer Falle wurde. Brandsachverständige der Kriminalpolizei untersuchen das Haus heute unter Atemschutz. Wollen herausfinden, wie es zu dem katastrophalen Ausmaß des Feuers kommen konnte. Einiges können die Feuerwehrleute schon von außen erkennen. Also wie man hier sehen kann, ist der Brand vermutlich im Erdgeschoss ausgebrochen und hat sich dann an der Fassade hochentwickelt. Die komplette Fassade ist weggebrannt und eben auch rasend schnell. Also man sieht, wie intensiv das Feuer war. Und wenn man weiter vom Gebäude weggeht und sich den Dachstuhl anguckt, dann sieht man auch, wie massiv der Brand im Dachgeschoss war. Und das ist genau normal? Das Problem. So eine rasante Brandentwicklung haben wir lange nicht gesehen. Also normal ist es eher nicht. Mittlerweile ist klar, es handelte sich wohl nicht um Brandstiftung, sondern um einen tragischen Unfall. So, und wir sprechen jetzt direkt vor Ort mit unserer Reporterin, mit Jessica Westen. Jessica, du hast ja mit den Feuerwehrleuten, den Rettern gesprochen. Gibt es eine Erklärung dafür, warum sich das Feuer so rasend schnell ausbreiten konnte von unten nach oben? Also darüber haben die Feuerwehrleute hier wirklich auch diskutiert und zu so einem richtig eindeutigen Ergebnis sind sie nicht gekommen. Ein Feuerwehrmann hat zu mir gesagt, man sieht das hier hinten vielleicht ganz gut, diese Stelle, wo das Feuer so nach oben geklettert ist, die ist so ein bisschen zurückgesetzt. Und da hat mir ein Feuerwehrmann gesagt, das könnte so diesen sogenannten Kamineffekt erzeugt haben, also dass da der Luftzug so war, dass das Feuer sich so schnell ausbreiten konnte. Außerdem ist es so, dass hier an der Fassade natürlich auch die Flammen sich entwickelt haben. Da ist eine Wärmedämmung auf dieser Fassade. Und normalerweise sind da natürlich solche Brandschutzelemente auch eingebaut, dass die Flammen sich da nicht weiterentwickeln können. Damit werden sich die Ermittler heute natürlich auch beschäftigt haben und auch in den nächsten Tagen noch beschäftigen, ob diese Brandschutzmechanismen wirklich auch ja überhaupt installiert waren und wenn ja, warum das offensichtlich nicht funktioniert hat und die Flammen so nicht aufgehalten werden konnten. Die andere offene Frage ist ja heute Abend die nach der Ursache. Gibt es denn da irgendwelche Anzeichen dafür, wie, warum das Feuer ausgebrochen ist? Also bisher hat die Staatsanwaltschaft erstmal nur gesagt, es ist klar, das Feuer ist in der unteren Wohnung, also in der Erdgeschosswohnung ausgebrochen. Und sie hat sich also auch mittlerweile dazu durchgerungen zu sagen, es war definitiv keine Brandstiftung. Es war also möglicherweise ein menschliches Versagen, vielleicht ein Versehen, vielleicht auch irgendein fahrlässiges Verhalten. Was das jetzt konkret bedeuten könnte, dazu hat sich die Staatsanwaltschaft noch nicht geäußert. Das kann also der Kochtopf sein, der irgendwo vergessen wurde, also der Herd, der angelassen wurde. Das kann theoretisch eine Kerze gewesen sein, die man vergessen hat. Ja, das wäre jetzt also wirklich reine Spekulation, sich da jetzt in irgendeiner Form festzulegen.
Dankeschön, Jessica, für das Update live aus Duisburg. Wir sprechen über Atom.